Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's Onkel Bogi und wir sind zurück zu Ori. Ich hatte jetzt noch mittendrin aufgehört, weil ich noch nicht weiß, ob ich hier innen drin speichern kann oder nicht. In der letzten Folge hatten wir ja den Prolog und ja, ich würde sagen, zwischen Spielerziel wechseln. Auf. Ah. Ups. Wir sind hier. Okay, pass mal auf. Wir müssen mal ein bisschen zurück uns hier zurechtfinden. Was sind dieser leuchtende Knochen? Was heißt denn der? Eine Seelenverbindung. Ach, wir müssen hier oben jetzt quasi dann den Gang lang. Okay. So gut, soweit. Also. Wenn ich die. Doch, wir sollten sie kaputt machen. Einfach damit wir die Punkte kriegen. Ich habe jetzt erstmal gedacht, dass es das eine Beleuchtung wäre und kann ich auch die Pilze kaputt machen? Ne, die Pilze nicht. Ist hier irgendwas? Das kann bestimmt zerstören, oder? Also, wie in vielen Spielen, erstmal gilt, alles zu vernichten. Was haben wir jetzt Grünes eingesammelt? Kann ich mit dem trotzdem noch hier mit. Oh. Oh. Aua. Nicht runter ins Wasser fallen. Ich glaube, das ist gefährlich, im Wasser zu landen. Komm her. Ich denke mal, da oben ist doch bestimmt auch irgendwas, oder? Aha. Jetzt haben wir viel. Oh. Nein. Du hast einfach so einen Fähig. Doch, ich dachte eben gerade, ich wäre kaputt gegangen. Jetzt machen wir doch mal Folgendes. Spiel gespeichert. Und mit E kommen wir jetzt in den Fertigkeitsbaum. Die Frage ist, sollen wir mehrere Bäume skillen oder sollen wir erstmal hier weiter erhöht die Stärke der Geisterflamme? Komm, ich will erstmal so eine gewisse Grundmöglichkeit mit der Geisterflamme mehr zu machen. Denk mal, dass die jetzt. Ah. Drück Space, um noch höher zu springen. Wir machen das auch gleich. Wir gucken erstmal gerade. Ich kann doch hier die Karte aufrufen. Wir gucken erstmal, was hier rechts unten noch ist, bevor wir da weitergehen. Was ist das? Geisterportale sind uralte Bauwerke, die benutzt wurden, um schnell durch ganz Nibel zu reisen. Das Licht der Geisterportale kann auch deine Kraft wiederherstellen, wenn du einmal erschöpft bist. Drücke eben, dein Spiel zu speichern. Ah, okay. Also verbraucht jedes Mal so ein Kristall auch, oder? Ich weiß es halt nicht. Mit Rechtsklick können wir teleportieren. Es wurden bis jetzt noch keine anderen Geisterportale gefunden. So, da kommen wir jetzt ja noch nicht hoch, oder? Ist jetzt ist so goldig, auch wenn er hingeht und sich dann so festhält und sowas, ja. Okay, und dann Außensprung raus, nochmal hoch, geht auch nicht. Also ich denke mal, wir müssen uns jetzt hier. Gut, das haben wir ja alles jetzt erledigt, oder? Können wir ja noch nicht. Wir werden jetzt erstmal hier hochjumpen. Oh, da ist ein Feind da unten. Was machst du da unten? Wir brauchen die Erfahrungspunkte. Jetzt ist die Flamme ja. Und da oben kommen weitere Monster. Ich denke mal, wahrscheinlich werden wir genug Gelegenheiten für diese Monster noch bekommen. Ja, geil. Gut, dass wir drei Geisterflammen haben. Finde ich auf jeden Fall gut. So, was sagt die Karte? Wir müssen nach. Jetzt nach links oben. Oh, das war riskant, was ich da gemacht habe, weil. Ach, die kann ich gar nicht angreifen. So, gib mir deine ganze Erfahrung. Ich muss noch ein bisschen durchblicken. Ah, jetzt ist die. Die Flamme grün geworden. So, was haben wir denn da unten? Da unten ist wieder. Wir gucken trotzdem erstmal hier unten nach. Ach, was drücke Shift, um Objekte zu ergreifen, oder? Ah, ich verstehe, ich verstehe. Wir müssen da oben. Ja, ist schon eigentlich klar. Wir werden Folgendes machen. Oh nein, kann ich jetzt da nicht hochspringen? Er hält sich doch fest. Was muss ich machen, dass da hoch, dass ich da hochkomme? Oh nein. Kann ich da drüber hinwegspringen nehmen?
Also ich gehe mal von aus, ich muss hier hin und muss runterspringen und muss es dann zur Seite verschieben. Bloß ich... Oh, er schaut. Die Seelenverbindung ist bereit. Wie komme ich denn da hoch wieder? Er hält sich doch fest. Wenn ich nach oben gucke. Ich könnte jetzt natürlich einfach mal sterben oder so. Okay, das geht so auch. Aber... Dieses Geistertor blockiert unseren Weg. Vor den Tagen des Verfalls waren die Tore ein sicherer Schutz. Die erforderlichen Schlüsselsteine müssen ganz in der Nähe sein. Um den Geisterbaum zu erreichen, müssen wir die Geisterhöhlen passieren, die hinter diesem Tor liegt. Wir probieren trotzdem mal. Und dieses Geistertor... Ach, es ging doch. Ah ne, es fehlt uns dieser Stein. Okay, kein Problem. Was sagt denn die Karte? Wir sind da oben... Können nach rechts, wir können dann nach oben. Okay, kriegen wir hin. Oh, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ah, jetzt kommen wir wieder dahin, dass ich wieder nicht hochkomme auf der Seite. Mit etwas Glück ist dieser Stein wieder verrückt. Ist er nicht? Komm her. Ja, komm doch ruhig her. Aber ich komme... Pass auf, kann ich Shift und... Ah, ich kann auch ziehen. Das ist ja geil. So, gib mir mal die ganzen Punkte. Wir gehen erstmal da unten in diese Höhle rein. Der Seelenstein. Du hast einen Schlüsselstein gefunden. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine andere Anzahl Schlüsselsteine nötig ist. Da unten wäre jetzt auch noch was gewesen. Da, waren wir da schon? Wir haben da unten den Punkt vergessen zu holen, oder? Wobei, wir können ja nochmal hingehen. Nee, das bleibt mal schön da stehen. Wir gucken gerade mal nach. Ist jetzt hier in dieser Höhle drin? Au. Okay. Weil das habe ich doch vorhin schon geholt, oder? Wobei das leuchtet, aber... Wir gehen mal nachschauen. Seelenverbindung ist bereit. Gut, wir könnten jetzt unten den Weg wieder lang gehen, aber... Wir gehen jetzt hier oben lang. Das war ja blöd von mir. Deine Lebensenergie. Du hast einen Energiesplitter gefunden. Energiesplitter stellen die Energie von Oris Energiezellen wieder her. Okay, es ist. Ich sag mal, es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich. Oh, hier oben haben wir auch noch nicht. Bis ich das Spiel halt wirklich komplett durchschaut habe. Naja, was heißt komplett? Das ist ja. Oh, ein weiterer Splitter. Und jetzt können wir hier oben. Jetzt müssen wir nach unten. Da unten war ja nur eine Brücke. Okay. Ach cool, das ist der zweite dann gewesen. So, wir sind in einem neuen Gebiet. Also das bisschen stärkere Geisterflamme. Ah, Schwarzwurzel, sehen wir das auf der Karte? Geisterhöhle, Schwarzwurzelgänge, Hohlhain. Also wir hatten ja vorhin die Information bekommen, dass wir durch die Geisterhöhle gehen müssen. Die Frage ist jetzt natürlich, ob man hier oben lang geht und dann da wieder zum Anfang zurückkommt. Sollen wir trotzdem erstmal nach links gehen? Wir können ja erstmal trotzdem. Wir gehen durch die Geisterhöhlen. Aua. Spinnst du? Mir war so weh zu tun. Ich bin ein kleiner Bewohner des Waldes. Mir darf man keinen Schaden zufügen. Geisterhöhle. Ich bin mal gespannt, was die Geister mit uns machen. Ach cool, schaut mal. Ich kann auch nach da unten feuern und so. Also wir sollten auf jeden Fall da gleich runtergehen. Weil da unten die Erfahrungspunkte liegen. Ach, das ist auch gut, dass es hier nicht weitergeht. Weil wir können das Geistertor nicht öffnen. Wir haben den Stein nicht. Und das macht es für mich ein bisschen einfacher. Ach, so war es gewesen. Oh nein, sind die Punkte weg? Die Punkte sind weg. Die despawnen anscheinend. Da sollte ich vorsichtiger sein in Zukunft. Oh, kommt her. Weil wir wollen ja keinen Stufenaufstieg verpassen. Ist hier noch was zu machen? Schaut mal, ich bin eine... Ich bin die Blüte dieser Pflanze.
Die ist sogar recht mächtig, dieses Feuer, das wir da haben. So, wie sieht's denn da drüben aus? Wir können, ich sag mal, wir sehen ja schon hier, es kann hier nicht großartig sehr viel sein, oder weil hier oben ist ein Fluss. Ich würde sagen, wir gehen erstmal den rechten Weg, oder? Kann natürlich auch sein, dass wir halt dadurch einiges verpassen, aber wir können uns ja immer noch dann wieder zurückbewegen und das dann herausfinden. Oh, wir haben bald die nächste Stufe erreicht. Was ist das? Ori, dies ist ein Kartenstein. Einer der vielen uralten Markierungen, die dazu dienten, eine Landkarte des Waldes Nibel anzufertigen, während er wuchs. Ein Teil fehlt. Wenn wir das Kartensteinfragment finden, sind wir vielleicht in der Lage, ihn zu reparieren. Sehe ich den auf der Karte auch? Wird er irgendwie auf der Karte markiert für mich? Oh, wir haben den sogar. Nee, haben wir leider nicht. Aber hier, wir haben einen für das weitere Tor. Oh cool, schaut mal, da drüben, das ist ja hier so ein Kelpangler, so diese Anglerfische. Ach, wir müssen wahrscheinlich ins Wasser rein und unten durchtauchen und so. Es sind so viele Sachen noch, die auf uns warten. Ist ja wahrscheinlich nicht das Fragment, was wir gerade gefunden haben. Lalalala. Gut, wir kamen von rechts. Wir werden wieder Gegner auch. Wenn die immer wieder neu kommen, die Gegner, dann können wir uns ja quasi da fast unendlich Energie ab. Oh. Energie abzwacken. Sollen wir sowas? Sollen wir so frech sein und das machen? Gibt jetzt wieder hier grüne Energie. Na, wir machen das jetzt nicht. Komm, wir gehen jetzt mal weiter. Oh. Wie die Punkte hier runterfallen. So, Seelenverbindung ist bereit. Eingesammelt. Was ist da unten? Man kann auf jeden Fall unten lang, aber es wird schwer, wieder da rauszukommen, glaube ich. Wir gucken erstmal, ob wir oben dem Weg folgen können. Ah, hier liegt ja noch Erfahrungspunkte. Wir kommen hier auf jeden Fall nicht hoch. Ist das so gewollt? Da drücke ich einfach irgendwas Falsches, wenn wir da hoch wollen. Wir gehen einfach mal jetzt, wir entscheiden uns jetzt einfach mal für den unteren Weg und werden mal schauen, wie wir hier weiterkommen. Müssen mal schauen, dass wir hier unten nicht runterstürzen. Auch wenn diese Pflanzen da kaputt gehen, wie das immer aussieht. Was ist jetzt passiert? Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten. Erzeuge eine Seelenverbindung. Ich weiß ja nicht, ob wir überhaupt hier unten speichern wollen immer. Aber wir machen es jetzt einfach mal. Was ist das nächste? Stichflammenbrand. Vergrößert den Radius und erhöht den Schaden der Stichflamme. Oh. Ich würde es ja gerne alles verwenden. Was ist denn hier mit Geistermagnet? Die meisten Sammelobjekte werden von Ori angezogen. Gut, das heißt, da kommen uns quasi, ich gehe mal von aus, dass uns dann diese ganzen goldenen Energiepunkte entgegenfliegen und sowas. Was haben wir hier? Wiedererwecken. Ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindung und verkürzt die Abkühlzeit. Ja, komm, mach erstmal. Ah, was? Erfordert Stichflamme und Funkenflamme. Flammensalve, was ein Stichflamme? Erfordert Stichflamme und Funkenflamme. Funkenflamme? Flammensalve. Ups, dieser Balken zeigt an, wie viel. Ach, Stichflamme. Nee. Warum können wir das nicht machen? Wir haben doch noch einen Fähigkeitspunkt, oder? Ganz ehrlich, ich kapiere es nicht. Können wir die nochmal verbessern? Fähigkeit gemeistert. Ich würde es ja verstehen, dass jetzt hier dieser Punkt quasi da noch zwei voraussetzt. Wie ist es mit dem hier? Stichflammenbrand, das ist eigentlich immer der Vorgänger. Braucht Streuflamme? Das ist Streuflamme. Okay, verstehe ich nicht. Komm, mach mal halt hier oben noch in dem Baum ein bisschen weiter. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, warum das so ist? Ah, was ist das hier? Okay, das ist einfach nur, weil ich eben im Cursor drauf war. Ich dachte schon. So, oder halt Seelenverbindung zu entfachen. Das war ja nicht feindlich hier. Das war einfach nur... Ups. Vorsichtig hier sein, weil man weiß nie, was hier... Oh, was ist das? Da waren jene, die sich der Hoffnung zuwandten. Das ist quasi ein Erwachsener, oder? Oh.
als sie sie verwüstete und tötete. Oh, wir sind wieder langsam geworden. Das Licht des Geisterbaums lebt in uns allen. Es ist der Grund dafür, dass wir leben. Es ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als wir vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unserem Feind angegriffen, verwundet und getötet. Nun sind diese Stammbäume alles, was noch übrig ist. Komm jetzt näher und spüre das Licht von Phil, dem Geist darin. Okay, machen wir. Oh, ich komme entgegengeflogen. Du hast den Wandsprung erlernt. Ah, cool, das können wir jetzt endlich mal, kommen wir neben wieder diese Dinger hoch. Um diese Fähigkeit zu nutzen, musst du dich unter Verwendung von Steuerung, ja gut, okay, zu einem Wand hin bewegen und dann wiederholt Space drücken und daran nach oben zu springen. Juhu! Na, das ist ja geil. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Gut, das wäre mit E gedrückt halten dann. Die Frage ist, wollen wir hier unten speichern? Ich sag mal nein. Hier ist ein Knochen. Was hat es nochmal mit diesem Knochen auf sich? Seelenverbindung. Okay. Wir müssen ja... Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier oben hoch und entdecken mal ein bisschen weiter, oder? Juhu. Was bestimmt cool ist, wenn ich nachher... Oh, das ist ja geil. Wenn ich nachher Sprung im Sprung kann. Oh, aber ich bin... Das habe ich natürlich übersehen. Und da oben die Wand hoch. Glaub nicht, dass das geht. So. Was bringt mir das jetzt? Gibt mir das jetzt noch überhaupt was? Gar nicht. Okay, ach, das wäre dann hier unten, dass die Energie angezogen wird. So, was ist das? Okay, wir können ja mal speichern hier. Ich weiß nicht, dass ich zu viel speichere. Haben wir ein weiteres? Nein, haben wir nicht, oder? Nein. Das ist einfach nur der Hinweis für diesen Fertigkeitsbaum. Oh, ach, da kann man sich oben lang hangeln. Kann ich da? Das ist ja geil. Ja, das ist... Ganz ehrlich, ich bin ja null der Jump... Aua. Okay, dann muss man dann quasi so. Ich bin ja null der Jump'n'Run-Spieler, aber das ist einfach geil. Aufpassen, dass man, wenn diese Granate da runterkommt. So, und da kommen wir jetzt aber... Da kommen wir jetzt nicht hoch, gell? Oh, ups, da müssen wir... Wobei von hier. Doch. Hey, hör auf, hier rumzuspringen. Oh, wo ist der jetzt gelandet? Und ich würde sagen, die rechte obere Höhle, da kann ja eigentlich. Ah. Ich will diesen Stein haben. Wie komme ich da hoch? Ach, wahrscheinlich links lang und oben rum. Wir werden da gleich hinkommen. Das Ding im Vordergrund. Jetzt kann ich ja wieder. Den Stein kann ich jetzt ja wieder ziehen. Die Frage ist nur, ich brauche wahrscheinlich... Brauche ich... Oh! Okay, ich dachte, ich werde eben gerade wieder Schaden bekommen. Ich denke mal, ich ziehe ihn mal mit auf die linke Seite. Komm mal mit hier. Oh, wie er sich die Augen zumacht, weil es so schwer ist. Ah, okay, jetzt müssen wir einfach nur aufpassen, dass wir die Keule nicht abbekommen. Ups, naja. Hey. Komm, jetzt spring darüber. Uah. Oh, oh. Ach, scheiße. Oh, jetzt bin ich gestorben. Okay. Da muss man sich... Ah, da muss ich den Stein rüberschieben. Aua, was ist jetzt passiert? Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt zu viel... Aber ich, wenn ich jetzt mal hier... ich will nicht speichern, ich will den Technologiebaum reinschauen eigentlich. Ach komm, kann doch schon auch hier direkt hoch, oder? Nein, kann ich nicht. Gut, dann halt nicht. Ja, diesmal wissen wir, dass das Aua macht, wenn er dagegen kommt. Oh,
ich glaube doch, die Erfahrungspunkte sind ein bisschen weggegangen, kann das sein? Kaum kriege ich die. So, jetzt schaffen wir es. Nee, 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 mein Freund. Böse Kreatur des Waldes. Wobei den. Wobei, wir holen erstmal unten wieder die böse Kröte. Wir nehmen uns jetzt diesen Stein mit. Also wir sind wie eine Ameise. Wir sind so stark, dass wir mehrfach unser Gewicht tragen können. So, jetzt habe ich die Befürchtung, dass wir. Wir müssen Folgendes machen. Ich sehe es schon kommen. Ja, ich wollte gerade den letzten Sprung abmachen von da. Komm, hopp. Wir müssen wahrscheinlich diesen gesamten Stein bis da oben schieben, damit wir... Ja. Oh, der rutscht sogar zurück und so. Wie geil ist das denn? Oh, oh, oh. Aua, aua. Wir müssen da oben über die Stacheln, sonst kommen wir nicht drüber. War es ja ewig her, dass ich so Jump'n'Runs gespielt habe, Leute. Wir warten noch hier. Die gehen lieber nochmal sicher. So, und jetzt Feuer frei. Komm, rein in die Stacheln damit. Und wir haben den Stein. Wir schießen uns den Weg frei. Oh, da oben ist auch noch einer. Wie komme ich da oben aber hin? Okay, warte mal. Cool. Zack. Oh, ein Hebel. Da können wir jetzt uns hochziehen dran. Aber ich sag mal so, ich schau mal, ob ich hier speichern kann. Spiel gespeichert und ich würde sagen, wir machen einen Break und sehen uns wieder einfach in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass ihr Lust auf Ori habt. Schreibt es mal in die Kommentare. Es ist einfach eine super süße Geschichte und ich hoffe, dass ich hier an der Stelle weitermachen kann, wenn ich das Spiel jetzt beende. Also, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr Ideen habt. Gerne auch ein Like da lassen. Falls ihr dem Kanal noch nicht folgt, auch gerne ein Abo. Also, Onkel Bogi wünscht euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Macht's gut, ciao.